Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, und willkommen zu einem neuen kleinen Video auf meinem Kanal. Ja, ich bin immer wieder ein bisschen unterwegs und dachte mir, machst du mal wieder ein kleines Video, wie so der Stand der Dinge ist und was alles so passiert. Wie ihr bestimmt alle mitgekriegt habt, in der Welt sehr viele negative Sachen, aber na gut, wir hoffen das Beste drauf und schauen, was passiert, dass es in einem guten Konflikt endet. Schauen wir mal. Jo, ich mache hier so eine kleine Sonntagsrunde. Fahren wir mal hier lang. Ups. Hab mir ein paar Sachen für meinen kleinen Hyundai bestellt. Nichts Großes. Also jetzt hier kein Upgrade und Abgasturbolader und ganze Abgasanlage. Das natürlich nicht. Es sind nur ein paar kleine Sachen. Klein, dezent. Und genau, die wollte ich euch gleich mal zeigen. Ist auch gar nicht teuer. Ist so ein bisschen optische Schminke. Also nichts Wildes. Aber sieht ganz cool aus. Und da dachte ich mir, gibt es auch in verschiedenen Farben. Nur kleine Akzente kann man ruhig mal setzen. Genau. Jo. Hier rechts seht ihr das drohende Atomkraftwerk, durch unsere super Bundesregierung geschlossen, außer Betrieb gesetzt. Und jetzt, wie ihr seht, wird alles zurückgebaut. War eins mit der modernsten. Jo, und jetzt ist es aus. Genau, jetzt kaufen wir den billigen Strom aus dem Ausland, ne? Aber anderes Thema. Ist egal. Ups. Oh. Freunde, hier habe ich damals mit meinen Kumpels, man darf es ja gar nicht erzählen, ihr könnt es euch schon vorstellen, einer rechts, einer links, und wir haben dann Bilder gemacht. Nicht nur. Oh, hier sind schon ein paar Donuts. Hier haben schon ein paar andere Kameraden ein bisschen rumgeburnt. Ja, das war so unsere, ich will jetzt nicht sagen Viertelmeile, aber wer kommt schneller von Null auf? Ihr wisst schon, ne? Ihr wisst schon. Ja, war immer ganz lustig. Hier hinten ist wenig los. Hier kann man so ein bisschen, kann man es mal ein bisschen krachen lassen. Ja, und sonst, ich hoffe, ihr habt mit euren Hyundai Spaß. Der Winter steht ja vor der Tür. Jetzt ist er wieder weg. Letzten 3-4 Tage Minusgrade wie verrückt. Und heute schon wieder 12 Grad. Ich weiß auch nicht, es soll irgendwie, es ist sehr merkwürdig, das Wetter. Aber ist nicht schlecht, dann können wir wenigstens noch ein bisschen rumfahren. Meine Winterreifen habe ich auch noch nicht drauf. Ups. Aber, na, wir schauen mal, was da noch an Schnee runterkommt. Mal sehen. Und dann können wir ja immer noch auf dem Wochenende die Räder umstecken in der Kälte. Ja, ansonsten, die 33.000 haben wir bald erreicht. Gerade mal eingefahren, der kleine Gute. Probleme macht er nicht, läuft wie verrückt. Durch das gute Repower Racing, was wir immer tanken, ist das ganz entspannt. Und da freut er sich.
Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so tankt. Tankt ihr auch hier V-Power Racing oder Ultimate 102 Oktan oder haut ihr Super rein? Was ich natürlich nicht hoffe. Mindestens Super Plus. Und vielleicht gibt es auch ganz Verrückte, die E10 reinhauen. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Oh, hier mit Sonnenschutz. Jawohl. Juh, wuff, wuff. Wuff, wuff. Oh. Sitzheizung ballert gerade. Wie verrückt. Aber ich muss euch mal ganz ehrlich sagen, ihr kennt das bestimmt auch. Morgens, jetzt wo es so ein bisschen kälter war, du setzt dich ins Auto, alles arschkalt. Denkst so, oh, frierst wie verrückt, machst das Auto an, fährst los, machst die Lenkradheizung an, machst die Sitzheizung an und denkst dir einfach nur, geil, schön weich und warm. Er kann auch Komfort. Geil. Ja, das hat schon was. Also so eine Lenkradheizung, die haut dann schon rein. Die haut dann schon rein. Spart man sich die Handschuhe beim Autofahren. So, dann werde ich euch mal kurz meine kleinen Akzente zeigen. Wie gesagt, ist nichts Wildes, nichts Aufregendes, aber ich fand's cool und dachte mir, für ein paar Euros, warum nicht? Warum nicht? Kann man mal machen. Ah, hier ein kleiner Tunnel. Brumm, brumm. So, dann fahren wir hier mal ein bisschen in die abgesperrten Ecken. Und dann zeige ich euch mal meine kleinen neuen Gimmicks. Boah, Alter, was ist denn hier los? Auto habe ich gerade gewaschen und mit einer kleinen Nano-Versiegelung eingecremt. 2 Stunden habe ich da dran gehangen. Und jetzt fahre ich hier durch die größte Schlammmutsche, die es hier gibt. Okay, hier können wir gleich wenden. Und dann kann ich euch das hier mal kurz zeigen. So. Boah. Schlammparty lässt grüßen. Ups. Auto lassen wir an. Zack. So. Dann zeige ich euch mal meine neuen Gimmicks. 12 Grad. Perfektes Sonntagswetter. Was will man mehr? Oh, er piept schon. Ja, Auto sieht wieder aus wie Sau. Scheiße. Ja, Mist. Ja, vielleicht könnt ihr das schon erkennen. Die kleinen guten Seitenspiegel N-Aufkleber gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe mich mal für schwarz entschieden. Schwarz-weiß. Gibt es aber auch noch in 4-5 Rot, Blau. Ist so ein kleiner Akzent, ne? Nichts Großes, Wildes. Aber ich fand es ganz schick. Ich glaube 4,99 oder 5,99 klebt man einfach so ran und boah, hat was. Hat so ein bisschen was. Auf beiden Seiten. Genau. Sieht ganz schick aus. Und dann zu guter Letzt. Kleine N-Ventilkappen. Schick. Mit dem kleinen N-Logo. Passt gut zum roten Bremssattel. Habe ich mir gedacht, ist auch nicht teuer. Ich glaube 4 Euro, 5 Euro. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Mit dem kleinen N-Logo. Ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Auto sieht schon wieder aus wie Wildsautonne. Oh, ist das nicht, wenn man könnte einfach nur hinter diesem Auto stehen
Und nur dieses Gebrumme, es ist Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, Freunde, die Blenden, die sind ja schon nicht schlecht. Aber wenn man die vom Facelift einmal gesehen hat, ich bin eigentlich noch am Überlegen, ob ich die auch noch transmieren will. Aber ich will mir vielleicht nächstes Jahr wahrscheinlich den Facelift holen. Ob sich das dann noch lohnt, ist die Frage. Ne? Eigentlich wird es sich lohnen. Aber wenn man es nicht weiß vom Facelift, diese dicken kleinen Böllerrohre, würde man sagen, geht ab. Aber wenn man vom Facelift diese kleinen Dinger gesehen hat, dann möchte man die auch haben. Ah, sieht das nicht, ist das nicht ein wunderschönes Auto? Boah. Ich könnte jeden Tag drum rumlaufen und mich immer wieder freuen, was ich für ein tolles Auto habe. Vor allen Dingen für den Preis. Ah, oh, ich muss sauber machen. Ihr seht schon. Er muss wieder sauber gemacht werden. Er muss sauber gemacht werden. Kriegen wir hin. Zack. Habt ihr eigentlich auch schon, ich weiß nicht, habe ich das schon in dem letzten Video gefragt, euch das Update runter oder beim letzten, bei der Inspektion oder was auch immer, Werkstattaufenthalt, das Update runtergeladen, dass ihr die neue Grafik habt? Das sah ja vorher alles ein bisschen anders aus. Das haben sie jetzt ja auf vom Facelift das Update gemacht, ne? So vom Bildschirm und alles. Das gab es gratis bei der letzten Inspektion dazu. Und da habe ich gesagt, ja klar, haut das mit drauf. Nehmen wir. Nehmen wir. Oh, Alter, ich war ja auch in der letzten Pampa. Das darfst du auch keinem erzählen, ne? Schön langsam, damit es nicht so spritzt. Ich hatte den letzte oder vorletzte Woche mit so einer Nano-Versiegelung. Ist auch gar nicht teuer. Ich glaube 20 Euro die Flasche. Ein super Zeug. Also kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr mal wissen wollt, kann ich das mal in die Kommentare reinschreiben. Den Link. Also ist echt ein super Zeug. Braucht ihr nur drauf. Also sauber machen das Auto vernünftig. Und dann mit der Flasche so drauf sprühen. Und dann mit so einem Mikrofasertuch ein bisschen einreiben, top. Hält wie verrückt. Der Regen perlt ab, Ast rein. Ist ein richtig geiles Zeug. Ist ein richtig geiles Zeug. Kann ich euch nur empfehlen. Jetzt für den Winter so ein bisschen Lackschutz muss sein. Ne? Wir wollen ja unserem Guten nur das Beste. Nur das Beste mit 102 Oktan. Oder 100. Was macht er da? Oh, fast vergessen. Schnell weg hier. Ach ja, meine Lieben. So, ich werde jetzt noch eine kleine Runde drehen. Und dann den Sonntag in Ruhe ausklingen lassen. Wetter ist ja bescheiden. Sonne soll ein bisschen kommen. Mal gucken, ob der Winter kommt oder nicht. Wie gesagt, wir sind auf jeden Fall gesichert mit unserer Lenkradheizung, unserer Sitzheizung. Ja, frieren wir uns nicht die Hände ab. So, gucken. Wenn wir noch mal ein bisschen auf der Hauptstraße ballern. Und dann war es das auch schon wieder. Wie gesagt, aktueller Verbrauch. Ich weiß gar nicht. Wo liegen wir denn aktuell? Ja, 8,4 Liter. Sind auch mal mit letzter Zeit ein bisschen viel Stadt gefahren. Aber es hält sich in Grenzen. Also es gibt deutlichere Autos, die mehr verbrauchen. Also für die Leistung, da kann man nicht meckern, Freunde. Da kann man nicht meckern. Wie gesagt, wenn man dann noch in den Eco-Modus reinballert, dann hat man zwar gefühlt nur noch 150 PS, aber man spart. Wenn es nur ein paar Literchen sind, ne? Wir müssen ja mit dem Superkraftstoff gut auskommen.
Ihr wisst ja, ist alles teuer in Deutschland. Ist alles teuer in Deutschland. So, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen ballern. Das machen wir hier weg, sonst kriegen wir gleich Angst. Dann werden wir hier noch mal ein bisschen hochballern. Na, kriegen wir den noch? Ja, wir kriegen ihn noch. Wuhu! Und er knallt hinten raus. Ja, es ist einfach nur geil. Es ist einfach nur geil. Ich krieg schon wieder Hitze. Da muss ich erstmal ein bisschen runterschrauben hier, die ganze Jauche. Ah, Freunde, holt euch nie 30 N. Holt euch nie 30 N. Es ist einfach nur der Wahnsinn, dieses Auto. Ich kann es immer nur wieder euch mitgeben. Es ist der Wahnsinn. So, jetzt muss ich mal, kriege ich hier gerade mit meinem Heckscheibenwischer. Ich muss ja so machen, genau. Holt euch so ein Auto. Ihr werdet nur Spaß haben damit. Nur Spaß haben. Es ist der Wahnsinn. Diese ganzen Videos, die haben alle 100%. Dieses Auto ist wirklich Hammer. Du hast schlechte Laune. Scheiß drauf. Setz dich rein. Kleine Sonntagsfahrt. Wochenfahrt. Und du bist super gelaunt. Geil. 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 Hammer. So, Freunde, in dem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Abo da oder lasst gar nichts da. Wie ihr möchtet. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann sagt er euch, alles klar, lasst den Idioten labern. Aber bitte keine schlechten Kommentare. Wir haben schon genug Scheiße auf der Welt, da müssen wir nicht noch haten und Hass schwüren. Wir brauchen Liebe auf der Welt. Wir brauchen Liebe. Und in dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao mit V.